Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zur Nachbetrachtung des Spiels SV Postschwerin 2 gegen die HSV Blau-Weiß Insel Usedom. Unsere Postler haben das Heimspiel leider verloren mit 33-29. Und wir wollen noch mal ein wenig zurückschauen auf das Spiel und ein paar Eindrücke gewinnen. Bei mir ist der Trainer der ersten Mannschaft der SV Postschwerin. Okay, ich glaube erstmal, Usedom hat heute eine sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Wir haben auch in der Vorbereitung gegen diese Mannschaft gespielt zweimal und da haben sie auch gegen uns eine sehr gute Leistung abgeliefert. Und Postschwerin hat vielleicht ein bisschen zu viel das Spiel 1 gegen 1 gesucht, zu wenig mannschaftlich gespielt und Usedom hat auch einen sehr, sehr guten Torhüter gehabt. Inwiefern ist diese junge Mannschaft der zweiten Mannschaft angewiesen auf eine Erfahrung eines Mens Exners? Man hat es gesehen nach der zweiten Einwechslung, nachdem er wieder reinkam in der 24. Minute, kam die Postkutsche nochmal ran. Wie wichtig ist dieser Spieler für die Mannschaft? Ja, der Spieler ist wichtig. Gestandene oder erfahrene Spieler sind immer wichtig. Aber die zweite Mannschaft ist einfach bestückt mit ganz, ganz vielen jungen Spielern, die bei uns auch im Kader sind, in der ersten Mannschaft, die jetzt langsam herangeführt werden sollen in die zweite Bundesliga, da aber über die Spielpraxis der Regionalliga ihre Spielanteile um Minute und Selbstvertrauen kriegen sollen. Das machen sie relativ gut. Aber sag ich mal, die andere Mannschaft ist eine gestandene Mannschaft, die auch oben in der Tabelle steht, Usedom. Deswegen haben sie sich heute relativ schwer getan und die bessere Mannschaft hat gewonnen heute. Bessere Mannschaft aufgrund der deutlich stärkeren Hälfte des Usedom. Hat die Mannschaft in der ersten Hälfte viel mehr Schwierigkeiten gehabt, sich auf die Mannschaft einzustellen? Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, erste Halbzeit, wie Sie sagen, war einigermaßen ausgeglichen. Zweite Halbzeit hat dann Post versucht, irgendwann mal mit einer 3-3-Deckung ganz offensiv zu spielen, haben dann aber leichte Tore bekommen, indem die Usedomer es geschafft haben, den Abwehrspielern wegzulaufen. Und was auch, glaube ich, ein großer Vorteil war von Usedom, dass der Torhüter von ihnen heute auch sehr gut gehalten hat. Welche Spieler von Usedom ragten noch heraus? Okay, der Mittelmann war dort sehr gut gespielt, Torhüter, wie ich gesagt habe, und der Kreisläufer. Die haben auch gegen uns in der Vorbereitung sehr gut gespielt. Das sind die drei auffälligsten, sagt man ja immer so, Kreisläufer, Torwart, Kreisläufer, Mittelspieler sind so die Achse, das wichtigste Achse einer Mannschaft und da ist Usedom gut aufgestellt. Welche Eindrücke hat Sie als Trainer der ersten Mannschaft von den Spielern, die heute auf dem Platz standen vom SV Postschwerin 2, welche Eindrücke haben Sie gewonnen, auch in Bezug auf die erste Mannschaft? Ja, für mich ist wichtig, deswegen komme ich mir die Spiele anschauen, wie viel und wie meine Leute spielen. Sag mal, Hannes Brotmann ist hier ein ganz wichtiger Spieler, der praktisch das ganze Angriffsspiel leitet, auch in der Abwehr viel spielt. Tom Kopp hat heute sehr viel gespielt. Bernhard Zissler auch, Peter Niepa ein bisschen weniger im Tor, aber die drei Spieler haben schon sehr, sehr viel gespielt und haben ja auch, glaube ich, Akzente gesetzt heute in der Mannschaft, was sie eigentlich auch müssen, weil sie aus der ersten Mannschaft kommen und da müssen sie auch Leistungsträger in der Regionalliga sein. Gut, dann sage ich vielen Dank an Sie. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Heimspiel des SV Postschwerin 2. hier in der Erich-Kästner-Halle. Auf Wiedersehen.